dich zu einem glücklichen Mann gemacht. Hier, nimm dein Geld. Kann ich noch etwas für dich tun, Captain? So, got any more work? Gegen die Guerillas, ja. Of course I do. Na klar doch, du hast ja die Mafia schon durch die Gegend gescheucht und jetzt sollst du einen von ihren Leuten fertig machen. Er nennt sich der Botaniker. Er züchtet die SDK-Pflanzen und wohnt in der Nähe der Plantagen. Ah ja, okay. Gut, dann werden wir den Botaniker, dann wird wahrscheinlich das mit den Guerillas wird am Schluss danach kommen. Nicht am Schluss, aber danach. Okay, dieser Mr. Botaniker ist schon so gut wie tot. Er weiß es nur noch nicht. Okay, Mr. Botanist is already as good as dead. I'd like to believe it. Das würde ich gern glauben. Das kannst du mir ruhig glauben. Ja. Servus. Mister, give me 2 pesos. Bitte. Here. Ja. Thank you, Mister. Later. Bis dann. Good luck, Mister. Viel Erfolg, Mister. Ich bin nicht der Mister, ich bin der Melker. Apropos Melker, wir müssen erst nochmal vorne den Händler ausmelken. Ja, genau. Sollen wir vielleicht noch... Ach nee, lass gehen. Der Doktor kann uns nicht helfen. Mal kurz, warte mal ganz... nee, nicht guten Tag. Nein. I don't need anything right now. Schön, ne? Das gefällt mir. Okay. Hat zwar viel gebracht, aber hey, passt schon. Good day. Mal sehen, was sich hier so finden lässt. Also 20 Kokosnüsse. Boah. 40 Orangen. 60 Bananen. Boah. 10 Ananas. Dann die Spritzen nehme ich komplett mit. Das nehme ich komplett mit. Riecht ja nichts, der Schrott. Bestätigen. Und dann dackeln wir wieder zurück. Ich hoffe, das geht. Ja, es geht. Mission aufrufen. Liquidiere den Botaniker. Vorsicht. Jetzt müssen wir auf unseren Helikopter aufpassen. Da ist jede Menge Zeug drin. Und wie schon so oft gesagt, nichts Missionen, nichts Relevantes für Missionen in den Helikopter legen. Wenn das Ding am Arsch ist, kommt man da nie wieder ran. Die Kokosnüsse tue ich noch hinüber. Nee, Quatsch. Andersrum wäre der Schuh draus. Ach. Ach, je. Orangen. Warte mal ganz kurz. Ich tue 20 Bananen tue ich rüber. Die haben, glaube ich, Gewicht 20. Die haben Gewicht 15. Oh. Gewicht 90, 0,90, 0,70, 0,20. Egal, wurscht, was soll's. Besser als gar nichts. Ananas 0,70, 0,15, 0,90, 0,20. Genau. Was ist jetzt schon wieder los? Ich hab doch alles gemacht. Guck, schau, der führt seine Taschengassis. Gassi. Ob man in dem Tümpel baden kann? Piranhas? Okay, geh weg von meinem Helikopter, weil sonst wird's derb. Nein, jetzt läuft er auch noch da lang, dieser Spacko hier. Glück.
Mr. Botaniker. 4,2 Kilometer. Auf zu den SDK-Plantagen. Habe ich da eigentlich oben schon geparkt? Ja, da müssten wir eigentlich schon gewesen sein, oder? Waren wir doch schon, ne? Oben auf dem Hausdach hier. Bin mir nicht ganz sicher. Nein, da waren wir noch gar nicht. Sieh mir einer an. Hier liegt ein Scharfschützgewehr. Falsche Taste. Die will ich doch gar nicht. Also gut, hier liegen Donuts rum, Wodka liegt hier rum, das liegt rum und 762er Munition. Ach komm, nimm den Wodka mit. Ich bin ehrlich gesagt noch nie besoffen geflogen, ne? Hab ich sonst noch irgendwas dabei? Nö. Doch, ja, doch, wir sind schon unter Drogen gefahren, klar. Oder geflogen. Natürlich, klar. Wo muss ich eigentlich? Ja, genau. Natürlich, wir sind doch schon unter Drogen geflogen. Und zwar unter Adrenalin sind wir schon geflogen. Glaube ich. Müsste eigentlich so sein. Ein Papagei. Oh, was Rotes. Schön. Da wollen wir nicht unbedingt hinfliegen. Ich habe nur 85%. Apropos, Tankstelle? Ist ja auch egal. Schießt da was auf uns oder was? So, schnell und leise rein. Nein, nicht doch. Wir landen mal. Au! Spinnst du? Nein, das kann nicht wahr sein. Ja. Haben wir jetzt den Auftrag bekommen? Ja. Jetzt habe ich natürlich noch das Gewehr da oben nicht mitgenommen. Ist ja auch egal, scheiß drauf. Nehme ich mal beim nächsten Mal mit. Eigentlich brauche ich es nicht. Und auf die Donuts kann ich auch verzichten. Warum da allerdings ein Scharfschützgewehr oben liegt? Weil ja der Verleger wurde ja von der anderen Stelle aus erschossen. Auf dem Modelldach, vom Modelldach aus. Ja. Von dem einäugigen Gringo. Und Schielauge.
Natürlich. Noch 1,8 Kilometer. Mayday, Alarm im Cockpit. Getroffen von einer Rakete. Haben wir eigentlich einen Flugschreiber dabei? Und einen Stimmenrekorder? Lieber nett, oder? Runter mit dir. Runter, 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 geh runter. Oh. 900 Meter diese Richtung. Scheiße, Mann. Ich hab da echt keine Lust, so weit zu latschen, ey. So, 20.22 Uhr, da vorne laufen Mafiosis rum. Die werden immer... Scheiße. Wir nehmen mal mit 40 Kokos... Boah. Nein. 20 von den Dingen. Und dann nehmen wir noch mit. Die haben wir schon, das haben wir schon. Die Munition brauche ich nicht. Dann nehme ich mir noch die leichte mit. Man weiß ja nie. Ich weiß von nichts, mein Name ist Hase. Wo geht's denn hier durch? Ach, ist ja auch egal. Slow down, Gringo. Tut so, es zieht. Alter Schwede, ey. Was hatten wir dabei? Munition auf jeden Fall, brasilianische und Spritze, ja, natürlich. Die Spritze nehme ich immer mit. Die Handgranaten und die Spritze. So. Da ist einer. Jetzt müssen wir rückwärts laufen, weil da steht einer. Den haben wir schön ausgeschalten. Schrotflinte und Munition brauche ich nicht. Munition, Handgranate, Spritze. Handgranate, Spritze. Danke. Die Firma dankt recht herzlich. Hatten du dabei? Gar nichts. Okay.